Hey, ihr furchtbar netten Menschen da draußen. Hier, da seht ihr schon ungefähr, wo es hingehen wird. Das heißt, ich habe hier eine Base, die ist jetzt aus, ich meine, das ist Pappelsperrholz ist. Und die ganzen Mauerstückchen, die wir vorbereitet haben, die sind hier. Da ist jetzt das ganze Zeug und das wird jetzt damit drauf positioniert. Und dann werden diese kleinen Kerlchen hier alle auf dem Boden verteilt, nämlich um dann den Boden schlussendlich richtig schön zu machen. So, als erstes legen wir das hier mal alles hier drauf, da haben wir am meisten Platz. Das sind die Steine, die noch insgesamt übrig geblieben sind. Ich muss am Schluss mal nachzählen, wie viel wir wirklich verbraucht haben. Also das hier drin sind 30 Steine, das hier, das sind ungefähr 60 Steine. Ach, mal schauen, mal gucken. Diese Stücke hier, die werden hier positioniert. Also in etwa hier kommt das Stück hin. Das hier, das wird hier vorne drauf gesetzt. Und das packen wir hier so hin, das geht hier ums Eck rum. Hier ist dann ein bisschen Platz zwischen. Und da auf der Seite, da können wir erstmal zwei Steine hinlegen, damit wir die wirkliche Raumgröße haben. So. Das geht dann hier rum. Das Gebäude geht bis hier hin. Na bitte. So hier in etwa wird das dann sein. Und hier die Stelle, die nehmen wir einfach raus. So, wie passt das alles zusammen? Das hier, das müsste ungefähr von den Maßen her stimmen. Das heißt, wir können das ganze Ding jetzt einfach erstmal festkleben. Dazu brauche ich auch wieder den guten Leim. Vielleicht nehme ich jetzt mal ein bisschen mehr als sonst. Jetzt schauen wir mal, dass wir das ganze Ding ungefähr zusammenbekommen. Als erstes kommt jetzt hier an der Seite ein bisschen Leim drunter. Und dadurch, dass wir das jetzt alles festmachen, können wir auch direkt hier vorne, wo sich das Ganze verschränkt, auch ein bisschen dazwischen laufen lassen. Hier einen Punkt drauf, da einen Punkt drauf. Das muss ja nicht viel sein. Das hält ja dann sofort zusammen. Und zusammen. Als nächstes schauen wir uns das dann hier vorne an. Einen Stein dazwischen legen, damit das da passt. Diese bauen wir auch schon direkt zusammen. Also auch wieder ein bisschen Leim dazwischen. Einfach hier welchen. Und hier drunter welchen. Und schon können wir das Ganze auch schon zusammenstecken. Das wird dann hier unten auf der Ecke positioniert. Noch ein bisschen Leim hier dran und da dran direkt. Und noch ein bisschen mehr Leim dazu geholt. So. Den Deckel wieder drauf. Ich meine, der hält sich ewig, wenn der offen ist, aber man muss es ja nicht herausfordern. Bis vorne hin ein bisschen eingeschmiert. Aber nicht allzu viel. Und dann wird es einfach hier platziert. Ja, das hier hinten, das lassen wir so ein bisschen größer, dann passt das ganz genau dahin. Das heißt, wir machen das so ähnlich wie früher die Häuser waren, so dass die Tiere dann direkt mit im Gebäude drin waren. So ähnlich machen wir das hier auch. Das heißt, später, wie man den Raum dann innen drin gestaltet und sowas, das überlasse ich euch natürlich. Ich meine, ihr könnt das selbst am besten abschätzen, was ihr gerne haben möchtet.
Und das war so ungefähr die grobe Marschrichtung für dieses Bauteil hier jetzt festlegen. So, das wird hier drauf gemacht, das wird hier drauf gesetzt mit einem als Abstandshalter. Und jetzt nehme ich mir einen Stein und schaue mal, dass ich rundherum die ganzen Wände passend positioniert bekomme. Hier ist so ein ganz leichter Überstand dann noch, das heißt, wir haben hier vielleicht 1,3 cm oder sowas. Hier auch. Das hier kann auch ein kleines bisschen nach da. Den Stein hier nehmen wir gleich wieder raus, sodass man da hinten auch durchlaufen kann. Je nachdem, wie, sag mal, wie taktisch man am Schluss spielt, ist natürlich schön, wenn man dann am Schluss auch eventuelle schnelle Rückzugsmöglichkeiten einräumt, falls man zu taktisch gespielt hat. So, das passt alles, das sieht alles ganz gut aus. Mal sehen, wie das hier insgesamt ausschaut. Ich würde mal sagen, soweit so gut. Drück das ganze Stück hier nach draußen noch etwas. Und nehme hier den guten alten Zollstock, um das noch so ein bisschen in die Reihe zu bekommen. So, sowieso wird unsere Gebäuderuine dann aussehen. Das drücke ich nochmal so ein bisschen drauf fest, dass es ordentlich Kontakt aufnimmt zum Boden. Und das ist alles 1:1 gebaut bis jetzt. Hier hinten, damit hat es ja angefangen. Und dann kamen diese Teile hier dazu. Und das Einzige, was ich dann nebenher vorbereitet hatte, das war das hier. Aber das ist ja, wie gesagt, schon bekannt aus diesem allerersten Mini-Tutorial, was es gab, zum Steine vorbereiten. Nur, dass das hier halt ein bisschen kleinere Steine sind. So, während das jetzt ein bisschen anzieht, der ganze Leim, nochmal diese Sache. Ich fände es ganz witzig, einfach mal von euch zu wissen, was ihr davon haltet. Also schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und wäre ganz cool, wenn ihr so ein paar Likes da lassen würdet halt, wenn ihr das Ganze vielleicht abonniert. Und wenn ihr möchtet, das alles hier, das stelle ich euch direkt zur Verfügung. Das könnt ihr dann bei eBay holen, beziehungsweise bei Etsy. Und dann könnt ihr daraus dann diese ganzen Zubehörteile und Ähnliches dann fertig bauen. Ihr habt dann auch Leim direkt dabei, einen Cuttermesser und könnt direkt loslegen. Das Einzige, was ihr dann nicht direkt dabei haben werdet, das ist jetzt momentan ein Lineal. Ich denke mal, das ist überall vorhanden. Und notfalls reicht natürlich auch der Karton, den man dann einfach hier in den Hintergrund hinstellen kann und da drin hochmauern kann, wenn man das möchte. Und ja, was ist da sonst noch? Sonst fehlt eigentlich erstmal nichts. Ich glaube, selbst in so Zeiten wie jetzt, wo das Rausgehen so ein bisschen schwierig ist oder sowas und man vielleicht nicht alle Ressourcen zu Hause hat, so das hier unten, das kann schon mal raus. Ich denke mal, das reicht schon. Selbst da kann man sich noch behelfen, indem man einfach zum Beispiel erstmal Wasserfarben nimmt und damit ein bisschen rummalt. Warum nicht? So, einmal überprüfen. Ist das schon halbwegs fest? Ja, das sieht schon gut aus. Hier sieht es auch insgesamt ganz okay aus. Naja, ganz fest ist es noch nicht. Muss man dem vielleicht noch ein bisschen Zeit geben. Aber was man währenddessen schon mal machen kann, das ist sich Gedanken machen darüber, was so insgesamt daraus werden wird. Also diese ganze Gebäuderuine, die jetzt hier so entsteht, ich denke mal, das wird dann erst richtig schön, wenn man das Ganze so ein bisschen mit Bewuchs ausstattet. Da können wir auch so ein eigenes Tutorial zu machen und dann vielleicht so innen drin ein bisschen ein paar Details hinzufügen. Die Fensterrahmen ein bisschen solider und ordentlich gestaltet. Und hier bei den Türen dann am Schluss, wenn der Boden drin liegt, das Ganze vielleicht noch mit einem Stein oder mit den Fingernägeln halt noch so ein bisschen eindrücken, ein bisschen platt machen, so dass man hier insgesamt dann Laufspuren drin hat.
Vielleicht auch Teile der Ziegeln wieder rausbrechen, die unten drauf sind, hier an den Wänden runterschneiden, um da so ein bisschen Verfall reinzubekommen. Ziegeln rundherum verteilen, die man dann einfach hinlegt, vielleicht irgendwie anschrägt oder sowas. Und die dann halt leicht verdreht irgendwo draufklebt. Gebüsch hier, Gebüsch da. Vielleicht dann auch noch so ein paar Holzelemente reinbauen oder so. Je nachdem. Das, was ihr mögt, könnt ihr daraus machen. In der Zwischenzeit hoffe ich mal, dass es jetzt genug fest geworden ist. Und dann können wir gleich hier mit anfangen. Wie lege ich den Boden in sowas rein? Das seht ihr dann gleich im nächsten Teil. Denn ich möchte das jetzt erstmal ein bisschen trocknen lassen. Wie gesagt, lasst ein paar Likes da. Fände ich cool. Schreibt was in die Kommentare. Vielleicht habt ihr Ideen zu Bewuchs und so weiter oder was man dafür verwenden kann. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Aber dazu kommen wir dann. Bis dann, ihr guten Leute.